Hallo, liebe Whisky-Freunde, wir haben heute Ware bekommen und ich möchte mal einen neuen Weg gehen. Wir haben am 6.4. unser Whisky-Tasting in 2008, unser erstes. Ich hoffe, dass wir noch zwei oder drei folgen lassen können. Da sind auch noch ein paar andere Sachen geplant. Die werden wir bei Facebook und den Medien aber vorher kundtun, was da kommt und wann das kommt. Was wir machen, mit welchen Produkten wir das machen, kommt alles. Naja, und ich habe heute einen anderen Weg gewählt, um an meinen Whisky zu kommen. Ich bin online ein großer Fan von whisky.de. Ich liebe die YouTube-Videos und auch die Videos, die den Unternehmerblog von Herrn Lüning, also kann man sich wirklich mal anschauen zum Informieren. Und ich habe zum ersten Mal jetzt bei whisky.de bestellt. Freue mich riesig darauf, was da alles in der Kiste drin ist. Einen Whisky habe ich leider woanders bestellen müssen, der war nicht mehr lieferbar, aber unser Sortiment stand schon. Also konnte ich und wollte ich das nicht alles umschmeißen. Ich werde euch jetzt kurz mal so grob zeigen, wenigstens das meiste, was wir eingekauft haben dafür. Es sind nur noch wenige Plätze für das Whisky-Tasting zur Verfügung, aber es werden neue kommen, wieder mit einem neuen Motto. Ich hoffe, es macht euch ein bisschen Spaß. Es gibt so mal einen Eindruck von den Sachen, die wir jetzt hier ja, anbieten beim nächsten und macht Lust und Vorfreude auf die Veranstaltung. Dann gucken wir mal vorsichtig rein. Alles schön verpackt. Den darf ich zeigen, ja. Pommer 15 Jahre alt. Sherry Cask Finish. Dann gucken wir als nächstes. Glenlivet Natura. Ohne Altersangabe. Abgefüllt Januar 2017. Der hat meines Wissens Fassstärke. Da bin ich auch mal sehr interessiert dran. Ja, eins der Besonderheiten unserer Whisky-Tastings ist, dass wir da eine sehr kleine Gruppe haben, also 15 bis 18 Personen maximal, mehr möchte ich nicht. Es geht mir da um den Spaß an der Veranstaltung, mich selber weiterzubilden, gucken, was dabei rumkommt. Jawohl, die Flasche ist oben offen, weil ich den Deckel schon abgemacht habe, die Kiste. Der Ben Romesh. 2009. Bitteschön. Bei whisky.de gibt es so die Eigenart, wusste ich vorher auch nicht, finde ich sehr schön, dass ab einer gewissen Umsatzmenge, die ein paar Kleinigkeiten dazu packen, die einem Freude machen sollen. Das werden wir an dem Tasting für unsere Kunden weitergeben. Das ist ein Geheimnis, weiß keiner. Ne? Wir werden uns da was überlegen und ein kleines Spielchen und die Sachen eins zu eins an die Kunden mit rausgeben, damit die für zu Hause auch was haben und was Schönes, Positives mitnehmen. Jawohl, und hier sind sehr schöne Nosing Glasses mit drin. Gefällt mir sehr gut. Davon müssten wir zwei an der Zahl haben. Whisky trinkt man eh am besten in Gesellschaft. Dann gibt es so eine alte schottische Glasschale, die gibt es im Moment bei whisky.de als Präsent bis Ostern dazu. Die ist natürlich sehr schick, wie ich da draußen Whisky trinken soll. Weiß nicht. So, next. Jetzt habe ich das Wort gesagt. Ja, den darf ich auch noch zeigen. Wieder ein feiner Schotte, 12 Jahre. Da bin ich mal auf die Flasche gespannt. Sehr schick, sowas mag ich ja. Prima. Ja, der hat mit Whisky-Tastings zu tun, aber wie ich schon eben gesagt, unsere Whisky-Tastings sollen ein bisschen anders sein als die vieler Mitbewerber. Und eine Eigenart davon, eine weitere, ist, dass wir bei den Whiskys nicht sagen, sie dürfen jetzt 2 cl probieren und dann war es das. Wir haben da eine relativ kleine Gruppe, das soll persönlich sein, das soll Spaß machen und es darf gerne das zweite oder dritte Glas von dem Lieblingswhisky an dem Abend getrunken werden. Den Whisky hier gibt es, wenn man bei whisky.de als Clubmitglied mit einsteigt, kostet 60 Euro Mitgliedschaft im Jahr, dafür gibt es immer so eine Clubflasche, da bin ich sehr gespannt drauf, vor allem die Verpackung ist auch das cool, sage ich gerade. Und man bekommt immer
einen gewissen Rabatt. Da wir jetzt mehrere Tastings machen möchten über whisky.de, dann auch den Whisky einkaufen, ist das mit dem Rabatt natürlich für uns sehr interessant. Sehr toller Karton. Magnetverschluss. Sehr fein. Sehr fein. Ich denke, den werde ich heute Abend öffnen. So ein bisschen im Samtstil ausgekleidet. Da hat sich der Herr Lüning wirklich oder die Firma whisky.de wirklich was Schönes rausgesucht, was die vorab geben. 46 Volumen. Prima. Den darf man beim Tasting auch gerne probieren, wenn man möchte. Dann haben wir hier noch Glenlivet, eine kleine Miniatur, 15 Jahre alt. Die werde ich jetzt nicht wegtrinken oder mir einen Irish Coffee draus machen oder sowas. Die gibt es bei der Veranstaltung mit on top. Die verlosen wir, kann jemand mit nach Hause nehmen. Für die Frau, für die kleinen Kinder oder so. Wenn sie 18 sind. Also wie die Porsche-Werbung. Ich habe dir schon mal ein Auto gekauft. Ich fahre den so lange, bis du danach bist. Was haben wir hier? Ja, den wird es beim Tasting auch im offiziellen Bereich geben. Wie kommt der Geschmack in den Whisky, ist ja das Motto. Wir haben also bewusst sehr verschiedene Fässer ausgesucht. Wir haben uns zwar überwiegend in Schottland bewegt, aber bewusst auch Fässer ausgesucht, die den Geschmack sehr gut weitergegeben haben. Und für mich als Koch sehr spannend. So, und dann ist das glaube ich, die Flasche, die ich Ihnen nicht zeigen möchte. Ja, die zeige ich Ihnen auch nicht hin, die Klappe mal beiseite. So, das auch wieder weg. Habe ich den Nippes da noch in der Flasche drin? So, sehr schön. Sehr schön. Spezielle, ich glaube, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, spezielle spanische Rotweinsorte. Die Fässer, wo der Whisky drin gefinisht worden ist. Einige der Whiskys sind in zum Beispiel Ex-Bourbon-Fässern ausgebaut und sind dann nochmal in ein anderes Rotweinfass zum Geschmack und Farbe abgeben rein. Ich erwähne immer mal ganz gerne, dass leider die Schotten die Whiskys färben dürfen. Das machen die ja in einem ganz geringen Teil, also völlig unbedenklich, braucht man sich nichts vormachen, das ist durchaus okay und interessiert auch keinen. Aber man weiß nicht so genau, kommt die Farbe jetzt, boah, toll, wirklich toll, kommt die Farbe jetzt ausschließlich vom Whisky und dann halt von den Fässern oder ist da so ein bisschen was zugesetzt? Also wegen mir könnten sie das sein lassen, aber ich denke, die machen das, weil der Verbraucher das möchte. Wir haben einige Whiskys bei dem Tasting, die deutlich über 40% Alkoholstärke liegen. Da wir aber bei unserem Whisky-Tasting nicht nur Whiskys vertasten, sondern auch unser freitags-mediterranes Buffet dazu genießen dürfen. Das heißt, wir haben in der Regel das so gelöst, dass wir drei Whiskys vertasten. Wir haben vorher schon was zum Snacken auf dem Tisch. Danach gibt es wieder unser mediterranes Buffet. Hier haben wir nochmal die Whiskys liegen. Und dann werden nachher nochmal zwei verköstigt. Das heißt, der Abend wird im Großen und Ganzen recht kulinarisch werden. Wir haben viel zu essen, viel zu trinken. Wir versuchen doch immer den Abend nicht mit dem letzten Whisky ausklingen zu lassen, sondern man sitzt noch, man spricht ein bisschen. Lässt sich den einen oder anderen Whisky, der einem am besten gefallen hat, nochmal kommen. Davon kann man auch gerne nochmal zwei oder drei trinken. Das ist überhaupt kein Problem. Nochmal, auch wenn Sie mir das nicht glauben möchten, mir geht es um die Leute, dass die rausgehen. Es war ein toller Abend. Ich denke da langfristiger, wir verkaufen im Haus nicht so viel Whiskys, dass das für uns eine Riesengeschichte ist. Das ist einfach ein Hobby von mir und ich freue mich, das mit anderen Leuten auch teilen zu können. Im Moment kommt der Gin und dann ahnen Sie jetzt mal oder denken Sie mal weiter, was dann wohl vom Tasting als nächstes irgendwann mal so passieren wird. Ich arbeite mich da gerade so rein, der Whisky ist nicht meine Lieblingsspirituose für den Sommer. Da gibt es sehr gute Alternativen. Ich habe mir Mühe gegeben, es war mein erstes Unboxing. Ich habe weder die vernünftige Technik dafür, noch ein vernünftiges, ja, Erfahrung, was auch immer. Wie gesagt, ich mache mein Bestes. Ich hoffe, das kommt gut an. Wir werden es bei Facebook reinstellen und bei YouTube. Vielen Dank, bis dahin.